Tu es oder lass es. Mein Name ist Sven Lorenz und in diesem Video geht es um einen der größten Erfolgskiller überhaupt. Und du kennst diesen Begriff, der damit verbunden ist, und dieser Begriff heißt Versuchen. Wie viele Versuche hast du in deinem Leben eigentlich schon unternommen, um irgendein Ziel zu erreichen? Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Menge Menschen wollen Gewicht verlieren und versuchen verschiedene Diäten und probieren sie aus und wissen eigentlich tief in ihrem Bewusstsein, dass sie noch gar nicht bereit dafür sind. Und diese Diät wird nach einer Woche abgebrochen, nach 14 Tagen abgebrochen, weil es nicht darum geht, die Disziplin an den Tag zu legen, das ganze Ding wirklich durchzuziehen, sondern es geht darum, den Eindruck zu vermitteln, ich habe mich bemüht, etwas zu erreichen, aber in dem Begriff Versuchen steckt schon drin, dass ich mir erlaube, Misserfolg zu haben. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe über 30 Jahre lang geraucht. Und immer wenn mich jemand gefragt hat, wenn ich erzählt habe, dass ich aufhöre mit Rauchen und mir jemand sagte, hey Sven, wie weit bist du eigentlich damit? War immer meine Aussage, okay, ich versuche aufzuhören. Warum? Weil ich natürlich schon viele Erkenntnisse gewonnen hatte, aus unzähligen Versuchen aufzuhören, dass ich zu schwach war, um aufzuhören. Dass ich das Rauchen viel zu sehr gemocht habe, um es ernsthaft wirklich zu lassen. Und das Spannende ist, dass ich mich bei dieser Antwort immer dabei erwischt habe, dass ich mir selbst von vornherein schon mit dem Begriff Versuchen das Okay dafür gegeben habe, es nicht durchzuziehen. Es gibt eine wunderbare Story aus einem Seminar von Tony Robbins, der das mal präsent gemacht hat. Eine Teilnehmerin in seinem Seminar hat mal gesagt, seit vielen, vielen Jahren versuche ich, meine Ehe zu retten, aber es ist mir zum Ende nicht gelungen. Und Tony Robbins hat gesagt, lass uns mal bitte ein Experiment machen. Steh mal bitte auf von deinem Stuhl und versuche, ihn anzuheben. Und die Frau nahm den Stuhl und hob ihn einfach an und stellte ihn wieder ab. Und Tony sagte, nein, du hast mich nicht verstanden. Ich habe dich gebeten, versuch bitte, diesen Stuhl anzuheben. Und sie nahm den Stuhl erneut und sie hob ihn wieder an und stellte ihn wieder ab. Und Tony sagte, weißt du, du hast das Prinzip des Versuchens nicht verstanden. Versuchen bedeutet tatsächlich nur versuchen. Hätte ich dir gesagt, heb den Stuhl an, dann wäre deine Reaktion korrekt gewesen. Was ich dir damit aber sagen kann ist, versuchen gibt es nicht. Tu es oder lass es. Das ist das Einzige, was zählt. Jeder Versuch, den du als solchen bezeichnest, ist für dich nur eine Ausrede für Misserfolg. Ist eine Ausrede, es nicht wirklich ernsthaft umzusetzen, es ernsthaft anzugehen. Warum? Alles das, was du mit dem Begriff Versuchen verbindest, klaut dir wertvolle Lebenszeit. Wenn du versuchst, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, dann nimmst du es nicht ernst genug und du wirst ein bisschen Zeit investieren und du wirst auch ein bisschen Geld investieren, dann wirst du feststellen, dass du vielleicht nicht die Energie hast, nicht die Kompetenz hast, dass du es dir viel leichter vorgestellt hast und du wirst es nicht zu Ende bringen und diese Idee verwerfen. Wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viele Wochen hast du gegebenenfalls damit verschwendet, dein Leben verschwendet? Wenn du versuchst, in irgendeinem Network-Marketing-Unternehmen eine große Downline aufzubauen, damit du irgendwann mal passives Einkommen generieren kannst, dann ist das auch etwas, was du entweder umsetzt oder lässt. Aber nach 3 Kontakten aufzuhören, weil es zu schwer ist, dran zu bleiben, das ist Verschwendung deiner Zeit. Wenn du mit deiner Lebenszeit so umgehen willst, dann ist das natürlich deine ganz private Entscheidung. Ich kann dir sagen, es gibt unglaublich viele Menschen, die sich am Ende ihres Lebens wünschen würden, sie hätten für viele, viele Dinge mehr Zeit gehabt. Aber sie machen sich nicht bewusst, wie viel Zeit sie für Versuche einfach verloren und verschwendet haben. Und wenn dir das einmal klar ist, dann heißt das für dich auch, für die Zukunft. Alles, was du planst, alles, was du angehst, alles, was in deinem Leben Bedeutung haben soll, mach es bitte mit Konsequenz oder lass es einfach bleiben. Verabschiede dich von diesem Begriff Versuchen, der dich nur frei davon macht, konsequent und verantwortungsvoll mit deinen Entscheidungen zu sein. Für andere berechenbar zu sein. Das bedeutet Konsequenz. Versuchen ist nur eine Entschuldigung, versuchen ist ein Feigenblatt und deswegen kann ich dir sagen, tu es oder lass es.
Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen was mitgeben, um dich selbst zu konditionieren, um dir darüber klar zu sein, wie verantwortungsvoll du mit deinem Leben umgehen solltest. Denn wir haben nur das eine Leben und wirklich nur dieses eine Leben. Wir haben kein zweites in der Schublade, wir haben keine zweite Chance. Und jeder Mensch, der einmal nah am Tod war, egal ob er eine Krebserkrankung überlebt hat, ob er einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall überlebt hat, der ist sich dessen bewusst, was es bedeutet, Zeit zu verschwenden. Nur weil du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast und dich hinter Versuchen versteckst, heißt das nicht, dass deine Lebenszeit deswegen nicht auch schnell vorbei sein kann. Wenn du ein qualitativ hochwertiges Leben führen willst, dann mach es bitte so, dass du konsequent bist in dem, was du tust und es durchziehst. Wenn du auf dem Weg feststellst, dass es nicht das ist, was du willst, was dich nicht erfolgreich macht, was dich nicht glücklich macht, dann ist das eine andere Entscheidung. Dann ist es auch ein konsequentes Nein dazu und ein konsequenter Abbruch. Aber nicht, weil es dir zu schwer fällt oder weil es ein bisschen anstrengend ist, weil Versuchen plötzlich eine Ausrede darstellt, weil du es nicht geschafft hast. Also, wenn du mehr wissen willst zum Thema Mindset, wenn du mehr wissen willst, wie du erfolgreich bist in deinem Business oder mit deinen Finanzen, dann solltest du diesen Kanal abonnieren oder natürlich oder nicht oder definitiv die Glocke betätigen, damit künftig alle Videos für dich angezeigt werden, von denen du noch weiteres an Material mitnehmen und lernen kannst. Für alles, was deinen Lebensweg betrifft, für alles, was deine künftigen Entscheidungen betrifft, wünsche ich dir jetzt natürlich Konsequenz. Ich wünsche dir ein starkes Bewusstsein dafür, was dich ausmacht, was deinen Weg beschreibt. Und auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich freue mich auf dich. Bis dann.